Moin Leute, herzlich willkommen zur neuen Folge von Let's Play Clash Royale. Und tja, wie ihr das schon hier seht, da im Overlay, da steht da irgendwie scheinbar nach Tara 13 über so den Rahmen, weil ja, weil ich habe mich auf Insta umbenannt und heißt jetzt statt der Daniel Shiny nach Tara 13. Dadurch wurde auch der Insta-Link geändert. Ja. Aber gut, ich habe jetzt einen neuen Namen und später werde ich eh den Rahmen hier umbenennen. Für halt so, damit der Link hier perfekt passt. Aber, naja. Erstmal spielen, ja, ich möchte auch noch die Zeit haben. Auf jeden Fall öffnen wir mal noch die Grundruhe. Okay. Nice. Ja, wir haben schon vier Sachen und ich habe mein Deck ein wenig so bearbeitet. Weil, ja, mit diesem Deck kam ich etwas weiter, also, ja, so ging es gut. Genau. Okay, Leute, und heute geht's um das Thema Artikel 13. Ha, ein echtes Thema, was direkt jetzt schon berühmter, weil ein Video zu diesem Thema hat es in die Trends geschafft, also gestern Platz 1 und heute Platz 2. Auf jeden Fall sind wir hier in den Trends und da finden wir direkt schon dieses Video von Wissenswert. Oh, hat erst gestern so 1 Million Aufrufe und jetzt 2,5 Millionen Aufrufe. Aber gut, und ja, das ist das Video. Warte, das gucke ich noch bei Desktop Sound. Ich drehe es mal auf. So, ich hoffe, das passt. So. Susan Wojcicki, die Chefin von YouTube, veröffentlicht alle 3 Monate einen Brief an die YouTube-Community. Dort schreibt sie über Neuigkeiten, Erfolge, aber auch über Probleme, die YouTube bedrohen. Vor einigen Tagen erschien ihr neuester offener Brief an alle YouTuber und YouTube-Zuschauer. Dieser beginnt mit dem Fakt, dass sich auf YouTube im vergangenen Jahr die Zahl der Kanäle mit mehr als 1 Million Abonnenten fast verdoppelt hat. Ihr schreibt Geschichte und verändert die Art und Weise, wie Videos geguckt werden, schrieb Wojcicki noch erfreut. Doch dann nimmt der Brief eine recht düstere Wendung, denn YouTube wird schon bald nicht mehr so sein, wie es zuvor war. In einigen Monaten werden fast alle Kanäle, die wir kennen, lieben und immer wieder gucken, gelöscht werden. Egal wie groß und beliebt, niemand wird übrig bleiben, bis auf einige Kanäle von sehr großen Firmen. Aber warum? YouTubes Geschäftsmodell funktioniert besser denn je. Mehr Menschen als je zuvor haben Zugang zur Website und eigentlich ist alles perfekt. Warum soll sich das jetzt ändern? Der Grund ist ein neues Gesetz der Europäischen Union, das aktuell noch verfasst wird und in einigen Monaten höchstwahrscheinlich in Kraft tritt. Der Artikel 13 dieses Gesetzes sieht vor, dass in Zukunft alle Webseiten, auf denen Nutzer Bilder, Texte, Musik, Fotos oder Videos hochladen können, für diese Inhalte haftbar gemacht werden. Das bedeutet zum Beispiel, wenn ihr ein Video auf eurem Instagram-Account postet, das im Hintergrund ein urheberrechtlich geschütztes Lied hat und der Musiker, der das Lied gemacht hat, das mitbekommt, könnte dieser nun nicht mehr euch auf Schadensersatz verklagen, sondern müsste stattdessen Instagram selber verklagen. Oder wenn ihr einen Text aus einem Buch auf Tumblr teilt und der Verfasser damit nicht einverstanden ist, kann er nun direkt die Website Tumblr verklagen. Die Folge davon wäre, dass Facebook, YouTube und alle anderen großen Webseiten, auf denen Nutzer Inhalte hochladen können, täglich hunderttausende Klagen erhalten würden. Die Strafzahlungen könnten insgesamt in die Milliarden gehen und dieses Risiko werden große Webseiten wie YouTube gar nicht erst eingehen. Sie könnten zwar sogenannte Upload-Filter nutzen, wie YouTube das eigentlich auch schon macht, und so viele gröbere Urheberrechtsverletzungen im Vorhinein verhindern, doch der Filter, den YouTube nutzt, ist bereits der beste der Welt, kostet über 60 Millionen Dollar zu entwickeln und trotzdem erkennt er viele Urheberrechtsvergehen überhaupt nicht. Und so wird sich YouTube die Frage stellen, warum überhaupt noch Kanäle erlauben.
erlauben, die man nicht kontrollieren kann, Kanäle, die von einzelnen Personen betrieben werden, Kanäle, die YouTubes Motto Broadcast Yourself einmal wirklich ernst nahmen und sich selbst zum Fernsehsender machten. Und so plant YouTube einfach alle europäischen Kanäle, die nicht zu einem großen Medienkonzern gehören, zu löschen. Das bedeutet, du kannst nicht mehr deine Lieblings-Comedy-YouTuber sehen, auch deine Lieblings-YouTuber für Schminke und Mode, für Vlogs aus dem täglichen Leben, für sowas und selbst für Gaming und Let's Plays werden gelöscht. Und wenn alle diese YouTuber weg sind, du dich irgendwann damit abgefunden hast und dich wieder auf deinen Alltag, auf deine Arbeit, dein Studium oder deine Schule konzentrierst, wirst du feststellen, dass das Video, was du für deinen Geschichtsunterricht brauchst, nicht mehr da ist. Dass die Vorlesung, die du verpasst hast, nicht mehr auf YouTube zu sehen sein wird. Alle wichtigen Tutorials, alle Videos, die du brauchst, um dich weiterzubilden, vielleicht um Sprachen zu lernen oder neue Fähigkeiten zu erlangen, oder einfach nur, weil dich etwas sehr interessiert, alle diese Videos werden auch weg sein. Die einzigen Videos aus Ländern der EU, die du sehen kannst, sind von Fernsehsendern, von großen Zeitungen und anderen Medienanstalten. YouTube wird nur noch eine Mediathek sein, auf der die neuesten Clips von Berlin Tag und Nacht, Highlights des Supertalents oder Videos der Bild-Zeitung zu sehen sind. Alles, was wir konsumieren werden, wird wieder von Profis gemacht. Und genau da liegt das Problem, denn bevor es YouTube und das Internet gab, konnten Menschen nicht einfach so ihre eigene Meinung in der Öffentlichkeit verbreiten. Erst das Internet und Seiten wie Twitter und YouTube ermöglichten es, dass jeder Einzelne einer größeren Masse von Menschen sagen kann, was ihm nicht passt. Auch in der Politik. Wenn wir wieder dahin zurückgehen, dann wird Meinung wie früher nur von einzelnen Mächtigen gemacht. Dann wird es schwer, Probleme anzusprechen. Auch wenn Dinge wie Fake News in der Vergangenheit immer wieder für Probleme sorgten, so gibt es kein größeres Problem, als seine Meinung nicht mehr sagen zu können. Wenn wir das nicht mehr können, dann wurde uns unsere Freiheit genommen. Aber was können wir dagegen tun, als einfache Nutzer, die keinem Konzern, keiner Zeitung oder irgendeiner großen Partei angehören? Es gibt tatsächlich noch Möglichkeiten, diesen Verlust unserer Freiheit zu verhindern. Und dafür müsst ihr die Freiheit nutzen, die ihr aktuell noch habt. Schreibt auf Twitter, Facebook oder unter euren Bildern auf Instagram unter dem Hashtag SaveYourInternet, warum ihr gegen den Artikel 13 seid. Erklärt den Abgeordneten per E-Mail, die häufig nicht einmal genau wissen, welche Konsequenzen der Artikel für das moderne Internet haben wird, dass ein Upload-Filter niemals so gut funktionieren würde, dass er alle Urheberrechtsverletzungen erkennt und dass Plattformen daraufhin dann das Hochladen von sämtlichen Videos verbieten würden. Unterzeichnet die Petition, die wir euch in der Beschreibung verlinkt haben, und gerne könnt ihr auch dieses Video teilen, damit noch mehr Menschen auf das Problem aufmerksam werden. Es gibt noch eine Hürde für das Gesetz, eine finale Wahl im EU-Kongress im Frühjahr 2019. Wir haben also noch die Möglichkeit, Abgeordnete zu überzeugen, dagegen zu stimmen. Wir sind die jüngere Generation, die mit Internet und sozialen Netzwerken groß wurde. Die Freiheit und Veränderung, die das Internet brachte, darf nicht verboten werden. In diesem Sinne viel Erfolg und auf eine Zukunft, in der wir weiterhin sagen dürfen, was wir wollen. Ja, Leute, also ich habe euch gerade das komplette Video gezeigt. Hier wurde auch gesagt, dass sagen wir so, bald so ein neues Gesetz kommt und dieses Gesetz, naja, jetzt sagen wir so, wenn jetzt so ein Video so urheberrechtliche Inhalte bekommen, werden nicht wir geklagt, die das Video gemacht haben, sondern YouTube selber, und dadurch blieb YouTube nichts anderes übrig, als wenn das Gesetz da ist, hier europäische Kanäle löschen und so Kanäle, die jetzt was mit Fernsehsendungen zu tun hat, noch da lassen. Tja, ist traurig, aber wahr. Ah, schade. Und ich habe erst so seit 3 Monaten mit YouTube angefangen. Ja, aber wir können es auch so machen, dass wir jetzt, sagen wir so, das Internet retten, indem wir in eine Petition so unterschreiben. Die Petition findet ihr unten in der Beschreibung verlinkt, falls ihr auch unterschreiben wollt. Auf jeden Fall ist es ganz wichtig, weil dann können wir schon mal YouTube retten und einfach das Internet retten. Ja. Auf jeden Fall, wenn jetzt, sagen wir so, das Ganze wirklich passiert wird mit dem Gesetz, dann gibt es kein Julia Bam, keine Let's Plays, kein Comedy, einfach kein so YouTube,
solche anderen Arten von YouTube-Videos und auch keine Tutorials. Dann gibt's halt nur so Fernsehsendungen wie zum Beispiel Hilf mir oder Berlin Tag und Nacht oder Köln 567 und noch viele, viele mehr. Also ich hoffe, dass das jetzt nicht passieren wird. Ja, und wenn das passiert, ne, dann werde ich auch gelöscht. Und dann wäre das Video hier auch weg. Also bitte rettet das Internet. Bitte. Hashtag save the Internet. So. Oh, verdammt, falsch gesetzt. Oh, nice. Bam. Boah, der Jäger ist einfach cool. Es war eine gute Idee, ihm doch ins Deck zu nehmen. Verdammt, das war ein großer Fehler von mir. Dann nehmen wir den Feuerball und tun schon mal alle weg. Oh nein, er hat auch einen Jäger. Scheiße. So, noch der Babydrache. Das ist Drachenbaby. Nein, verdammt. Ich war kurz davor. Aber jetzt spammt er auch 4 Karten. Das ist super. Ey, das kann nicht sein. Oh, come on. Ey, geht doch alle weg. Hallo. Junge, du. Alter. Ja, ich mache einfach Duokampf, weil Duokampf macht mehr Spaß. Ja. Auf jeden Fall schreibt mal eure Meinung zu Artikel 13, das ist eine EU-Gesetz, also schreibt eure Meinung dazu, wie es einfach findet, wenn es einfach so kein YouTube mehr geben würde. Also ich würde das echt schlimm finden, wenn es kein YouTube gäbe, ja. Weil für mich ist einfach ein Leben ohne YouTube ein Leben ohne Sonne und Mond. Ja, so würde ich es mal sagen. Oder ein Leben ohne ein Haus oder eine Erde oder. Aber das kann nicht wahr sein. Alter, jetzt spammt einfach viel. So viele Karten schicken die einfach. Dessen ich nur mal was sagen möchte. Ich raste aus. Come on. Hell, das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein, ey. Okay, nochmal. Einfach mal nochmal. Zuerst mal warten, um zu sehen, was er macht. Okay.
einfach weitermachen. Okay, mal ehrlich, ich sehe mal wie hier richtig. Nicht so ASMR oder so. Also so leise reden, damit es entspannt wird, ne? Ich check schon mal. Come on, mach dem fertig. Bam. Yes. Ja. Okay, einfach Skelettarmee ist das Beste in dieser Stelle. Und jetzt noch Pfeile. Schnell tötet diese kleinen, Nervensingen. Was hätte er den Tor auch noch getroffen? Oh ja, danke, du Ritter, danke. Yes. GG. GG Anderson. Woohoo. Anfordern. Just, mal gucken. Ja, weiß nicht, was wir noch so machen. Okay, wir machen noch einen Duo-Kampf. Oder noch einen richtigen Kampf. Wir versuchen zwar mit richtigen Kampf. Auf jeden Fall, falls ihr noch so ein paar Tipps bei Clash Royale habt für mich, bitte in den Kommentaren schreiben, würde mich echt freuen, wenn ich so ein paar Tipps sehe. Come on, yes. Oh yeah, nice. Tja. Was soll ich jetzt mal machen? Ja. Noch hier den hier wegmachen. Oh, noch die Skelettarmee weg. Die nervt. Und oh. Oh, das ist krass. Ja.
Oh ja, mehr Elixier. Diese Stelle finde ich geil. Aber was nicht geil ist, dass der Gegner dadurch auch viel Karten setzen kann. Verdammt, falsch hingesetzt. Nein, nein, nein. Geht weg, ihr Skelette. Geht weg, ihr Skelette. Ey, du Barbar, ey, geh weg. Geht alle weg, ich will alleine sein. Ey, das kann nicht sein. Das kann nicht wahr sein. Ich weiß sein. Oh Mann! Kann ich kein Info wieder machen? Okay Leute, bevor ich das Video hier beende, möchte ich noch sagen, dass ihr zu dieser Website kommen sollte. Die ist natürlich in der Beschreibung verlinkt, das heißt so eine Petition. Und hier müsst ihr Folgendes machen. Klickt hier drauf und ihr könnt entweder so 2 Euro geben. Oder wenn ihr jetzt kein Geld habt oder keins verschwenden möchtet, obwohl das eigentlich nur 2 Euro ist und nicht viel, aber wenn ihr jetzt kein Geld habt, dann ist auch okay, denn ihr könnt auch die Petition teilen. Und ich selber habe die Petition auch so geteilt, also auf Insta habe ich es geteilt, auf Tumblr, auf DeviantArt, auf jeden Fall, ja, teile ich die Petition einfach auch mal, um zu hoffen, dass genug unterschreiben. Aber ich sehe auch gerade, ne, viele Leute haben bisher hier Petition unterschrieben. Ja, so, also die Hoffnung, die ist echt groß. Da, also, wo, also gestern, da war es so erst so 1,3 Millionen und jetzt sind es 1,5. Und, wer weiß, vielleicht haben wir noch 3 Millionen. Leute, bitte, unterschreibt alles. Das ist einfach wichtig. Macht es sofort. Bitte, die Petition findet ihr auch in der Beschreibung verlinkt. Also klickt sofort drauf und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!